Hallo meine Lieben, heute ist wieder ein neues Video für euch und heute habe ich seit längerem wieder einen DM-Haul für euch. Ich habe auch fast alle Produkte schon getestet, es werden also auch ein paar Reviews folgen und ein, zwei Produkte testen wir hier noch zusammen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Bevor wir anfangen, vielleicht noch die Info, der Hintergrund ist jetzt erstmal wieder der alte, aber ihr habt auch den neuen provisorischen Hintergrund als sehr gut empfunden. Deshalb werde ich den wahrscheinlich immer mal wechseln, kommt auch immer drauf an, was ich anhabe. Manche Farben funktionieren einfach hinter einem hellen Hintergrund besser, manche vor diesem warmen. Und wir starten mit zwei absoluten Hype-Produkten. Das sind diese beiden hier. Einmal ein Bodyspray von Balea aus der Glamorous Moment Reihe und das passende Duschgel, wollte ich gerade sagen, nein, die passende Parfüm-Body-Lotion habe ich auch gekauft. Die Body-Lotion habe ich euch schon auf Instagram in einem Reel gezeigt, euch dazu auch schon eine kleine Review gegeben. Beide Produkte riechen eben wie dieses, und ich weiß, ich muss es immer wieder sagen, sehr teure, sehr schwere, sehr süße Parfüm. Ich finde auch wirklich, dass sie den Duft sehr, sehr gut treffen. Und die Body Lotion ist zusätzlich auch noch eigentlich recht in Ordnung formuliert, enthält halt so ein paar Rückfetter. Also Fettalkohol ist zum Beispiel drin, Sonnenblumenöl, Shea-Butter, Mandelöl, ja, und eine hohe Parfümierung natürlich. Ich finde, wenn man zu viel davon nimmt, kriegt man die kaum verteilt. Also dann sieht man richtig diese weißen Schlieren. Wenn man nur wenig davon nimmt, klappt es deutlich besser. Dann fühlt sie sich allerdings ein bisschen klebrig auf der Haut an. Der Duft ist aber wahnsinnig stark und wahnsinnig schön, finde ich. Und das Bodyspray habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber das sprühe mal hier zusammen auf. Anfangs dachte ich jetzt gerade, ist ein bisschen leichter vom Duft her, aber jetzt kommt es doch auch durch die Note. Ich würde aber dennoch sagen, dass die nicht ganz so pudrig ist, sondern ein bisschen fruchtiger. Angegeben wird die Duftnote mit einer orientalisch-blumigen Nuance. Also ich bin super gespannt, ob ihr das Ganze schon getestet habt. Außerdem habe ich von Catrice dieses Soft Glam Filterpuder gekauft. Das wird auf Instagram gerade auch ziemlich stark gehypt. Enthält unterschiedliche Farbnuancen. Also ihr seht hoffentlich, ein Grün ist hier drin, ein lila Ton, außerdem Orange. Man soll alle Töne miteinander vermischen und dann soll das Ganze ja schön flawless auf der Haut aussehen und sie schön gleichmäßig und eben erscheinen lassen. Ich finde, das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Also es fühlt sich so samtig matt auf der Haut an und man sieht auch direkt, wie stark das Puder doch pigmentiert ist. Also auch bei Pudern kann man natürlich von der Pigmentierung sprechen. Und wenn so ein Puder direkt beim ersten Auftrag gut funktioniert, dann heißt es, dass die Pigmentierung eben hoch ist. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es auf meiner Haut recht hell wirkt, obwohl ich eher gedacht habe, dass es wahrscheinlich sich so ein bisschen anpasst an die Haut oder den Hautton so ein bisschen, ja, gleichmäßiger macht. Bei mir, wie gesagt, wirkt es einfach recht hell. Den Effekt direkt danach habe ich dennoch sehr gern gemocht. Mittlerweile ist er allerdings auch schon wieder ein bisschen verblasst, beziehungsweise ihr seht wahrscheinlich, ich glänze jetzt auch schon wieder ein bisschen nach, obwohl ich danach auch noch so ein Fixing Spray aufgetragen habe. Vielleicht ist es auch das. Ich trage das jetzt einfach hier nochmal drüber, weil die Studiolichter, die sehen alles. Von No Planet B durfte dann außerdem diese feste Duschpflege mit. Ich fand den Duft echt ansprechend, soll nach Himbeere riechen und Limettenkernöl enthalten. Gibt es aber auch in der flüssigen Variante. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass die festen Produkte meistens ein bisschen schöner, zumindest für meinen Geschmack, riechen. Dadurch, dass sie häufig etwas pudriger sind. Die flüssigen Varianten sind so ein bisschen fruchtiger oder so ein bisschen frischer. Und der Duft ist hier auch in der Verpackung schon richtig stark. Natürlich, die Verpackung ist auf. Also man nimmt den Duft auch so in der Tüte oder in dem Beutel hier richtig stark wahr. Generell, wenn ich in das Zimmer gehe, riecht hier alles danach. Wie gesagt, den Duft finde ich sehr schön. Es ist ein schöner Himbeerduft, aber hier in der Form einfach ein bisschen mehr in diese pudrige Richtung geht. Getestet habe ich das aber sonst noch nicht. Außerdem habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es eine neue Skincare-Brand in der Drogerie gibt. Ich habe euch schon ein bisschen darauf hingewiesen. Ihr habt vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Account gesehen. Diese Brand heißt Farm Loves Face und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer Wirkstoffe aus der Hautpflege bzw. aus der Forschung mit einem Bio-Inhaltsstoff vereint oder auch mit mehreren. Alle Produkte sind zusätzlich vegan und parfümfrei. Ich habe mich so sehr gefreut, als ich gehört habe, dass diese Marke in die Drogerien kommt, weil es einfach mal was ist, womit man wirklich arbeiten kann, was
ich denke, auch eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Jetzt kommt hier die Sonne wieder raus. Ich hoffe, das Licht ändert sich nicht zu stark. Ich starte hier einfach mal mit diesem Produkt. Das ist ein Peeling, ein AHA- und BHA-Peeling. AHA ist in Form von Glykolsäure und Milchsäure enthalten, BHA in Form von Salicylsäure. Und ihr findet hier auf der Verpackung auch immer schon die Wirkstoffkonzentration angegeben. Sehr schön, sehr transparent. 10% AHA, 2% BHA stecken drin und das ist eine Konzentration, mit der man wirklich arbeiten kann. 2% BHA sind eigentlich auch schon immer das Maximum. Es gibt auch höher konzentrierte Salicylsäuren, aber die müssen dann auch verschrieben werden. Alle Produkte kommen auch in diesem Glasflakon. Das Peeling hier hat so eine grünliche Farbe, fühlt sich ein bisschen oder sieht auch so ein bisschen gelig aus, lässt sich sehr gut verteilen. Und was ich bisher echt dazu sagen muss, ist, dass es sehr gut verträglich ist. Also gerade bei solchen Säuren muss man ja immer ein bisschen gucken, wie die eigene Haut damit umgehen kann. Das hat bei diesem Produkt hier bisher sehr gut funktioniert. Es ließ sich gut abwaschen. Es hat diesen peelenden Effekt, der einfach die Haut so ein bisschen ebenmäßiger wirken lässt. Große Empfehlung. Auch dieses Produkt fand ich bisher richtig gut. Das ist ein Toner mit veganem Kollagen und 2% Betaine. Betaine sind auch Feuchtigkeitsbinder für alle, die das noch nicht wussten. Die Verpackung sieht so aus. Ihr müsst es am besten so auf eure Hand geben. Das hat eine recht feste Konsistenz für einen Toner. Also ist nicht so wässrig, dass man es auch wirklich gut auf die Haut oder auf die Hand auftragen kann, da verteilen kann und dann so aufs Gesicht drücken kann. Was natürlich noch besser wäre, wäre so ein Sprühkopf da drauf. Aber dieser Toner hat eben auch gleichzeitig so eine barrierestärkende Funktion. Man merkt auch, dass die Haut damit gut zurechtkommt. Also wie gesagt, das sind so Produkte, die man wirklich gut anwenden kann. Er fühlt sich auch ein bisschen klebrig auf der Haut an, aber ihr solltet den am besten auch ja immer vor anderen Produkten nutzen, damit die Produkte besser einziehen können. Deshalb schaut euch den auch mal an. Und das ist noch mein drittes Favoritenprodukt. Die anderen Produkte zeige ich euch jetzt gleich nochmal im Schnelldurchlauf, damit ihr auch alle einmal seht. Dieses Produkt hier ist ein Serum mit Hyaluron und Biofeige. Es ist die siebenfache Hyaluronsäure zu 1% enthalten. Außerdem lässt sich 1% Pentavitin finden. Das ist auch ein Feuchtigkeitsbinder, ein Feuchtigkeitsbooster für die Haut. Hat so eine ganz klare Farbe, beziehungsweise eben gar keine Farbe. Und ist auch etwas fester von der Konsistenz her, sehr, sehr gelig. Lässt sich aber auch gut verteilen. Ist auch was, finde ich, für den Abend oder für den Morgen, wenn man den schön oder wenn man das Serum schön in die Haut eindrückt. Und es sind auch alles Produkte, muss ich sagen, also alle, die ich bisher getestet habe, und das sind alle, die wirklich gut in die Haut einziehen. Also ich denke, es sind Produkte, die für fast alle Hauttypen einfach gut funktionieren. Denn ich habe es ja nicht so gerne, wenn es so auf der Haut liegt und ich das Gefühl habe, dass ich noch stärker nachglänze. Wobei, da fällt mir ein, dieses Produkt ist vielleicht am schwersten auf der Haut. Das würde ich euch persönlich eher für den Abend empfehlen, weil das auch eine Creme ist, eine Ceramide-Creme mit mehreren Formen von Ceramiden. Auch sehr, sehr schön, denn das habe ich euch auch schon häufiger erzählt. Ceramide können sich positiv bedingen, beziehungsweise die beste Wirkung von Ceramiden erzielt man eigentlich, wenn man wirklich mehrere Formen von Ceramiden in Produkten verarbeitet. Und diese Creme ist eben etwas reichhaltiger. Ich finde, das ist auch so eine Mischung aus Creme und Gel wieder. Muss man gut verteilen, fühlt sich eben etwas schwerer auf der Haut an. Deshalb für mich eher ein Produkt, was man abends benutzt. Und dann haben wir noch diese Produkte. Ja, ich habe sie alle wirklich wieder in die Verpackung zurückgequetscht, weil auf der Verpackung halt auch alles draufsteht, um euch das nochmal genauer zu erzählen und zu zeigen. Das hier ist noch ein Reiniger, ein AHA- und PHA-Reiniger. PHA ist die am besten verträglichste. Am besten verträgliche Säure von allen, die es gibt. Ist auch für empfindliche Haut geeignet. Das ist ein Reinigungsgel. Enthält zusätzlich Bisabolol. Kann auch entzündungshemmend also wirken. Bisabolol ist ja ein Wirkstoff, den ich auch sehr gern mag. Und dann haben wir noch diese beiden Serien. Einmal ein Vitamin C Serum. Hier steht Vitamin C drauf. Es ist allerdings ein Sternchen dahinter vermerkt. Und hier wird auch ziemlich transparent wieder angegeben, dass es ein Vitamin C Derivat ist. Aber auch die Konzentration lässt sich ja wieder finden. Und hier stecken 10% davon drin. Das heißt, es ist ein Derivat, was dennoch eine Wirkung erzielen kann. Und das ist ja auch sehr selten, wie ihr wisst, in der Drogerie. Und hier haben wir noch das Retinalserum mit 0,15% Retinal und Bioleinsamen. Das soll natürlich den Hautalterungsprozess etwas verlangsamen, indem es einfach auch gegen Pigmentflecken helfen kann, gegen Falten. Von Balea habe ich außerdem noch diese beiden neuen Lippenpflegeprodukte mitgenommen. Einmal die Variante mit Erdbeerduft soll auch für einen leichten Farbeffekt auf den Lippen sorgen. Ich habe im Sommer
oder im Herbst euch eine Edition gezeigt mit Vanille und die ist wirklich gut gewesen. Also ich finde, die Lippenpflegestifte, die sind natürlich nicht so super reichhaltig, nicht so super pflegend. Manche sind auch wirklich sehr austrocknend von Balea. Die hier haben, beziehungsweise die Vanille-Version, hat sehr gut funktioniert. Sie war nicht zu schwer auf den Lippen. Wie gesagt, sie hat jetzt keinen enorm starken Pflegeeffekt gehabt, aber sie hat meine Lippen auch nicht ausgetrocknet und der Duft von dieser Vanille-Pflege war wirklich super schön. Ich habe den Erdbeerlippenpflegestift natürlich einmal mit euch zusammen aufgetragen. Der ist von der Farbabgabe her echt am schwächsten, muss ich sagen. Obwohl es ein Rotton ist, da habe ich aber vermutlich einfach mehr erwartet bzw. gedacht, dass der die Lippen sehr viel stärker einfärbt. Andererseits finde ich es sehr schön, dass es nicht so ist, weil Rot ist natürlich so eine Farbe, die super schön auch aussieht, aber meistens auch nur zu besonderen Anlässen getragen wird. Zumindest ich trage sie eher selten, aber so ein leichter Rotton sieht auf den Lippen doch immer sehr schön und frisch aus, auch jetzt gerade im Frühling. Der Duft ist sehr aromatisch, erdbeerlastig eben. Hätte vielleicht noch so ein bisschen pudriger, ein bisschen eleganter sein können. Also es ist wirklich ein recht quietschiger Erdbeerduft. Er ist jetzt auch nicht zu aufdringlich, weshalb ich ihn ganz schön finde bisher. Und die andere Lippenpflege ist die Kokoslippenpflege. Die riecht tatsächlich genauso wie den oder der oder das Kokoslippenpeeling, weil ich dachte ehrlich gesagt, es gab schon mal eine Lippenpflege auch mit Kokos, aber es war vermutlich nur das Peeling. Zumindest habe ich es so in Erinnerung, dass der Duft genau der gleiche war. Soll auch die Lippen leicht einfärben. Ich habe den jetzt auch gerade noch auf den Lippen, habe aber auch den einmal mit euch zusammen aufgetragen. Ich finde, das ist wieder eine Farbe, die genau meins ist. Geht halt in diese bräunlich-nudige Richtung. Kann man sehr schön zu allen anderen Farben kombinieren. Sieht sehr natürlich aus. Ich trage den jetzt auch noch mal so ein bisschen nach. Wie gesagt, beide Produkte sind halt sehr, sehr leicht von der Pigmentierung her. Der Kokoslippenpflegestift riecht für mich einfach ein bisschen angenehmer. Ich weiß, man muss Kokos mögen dafür, aber der ist einfach nicht so aromatisch, nicht so quietschig, sondern so ein bisschen leichter, ein bisschen cremiger auch. Ich muss sagen, bisher erinnern die mich beide wirklich sehr stark an die Vanille-Lippenpflege. Dann habe ich noch den Skin Tint von Essence getestet. Den hatte ich euch auch schon in einem Reel gezeigt. Kann ich euch auch hier nochmal auf YouTube hochladen. Hat jetzt eine helle bis mittlere Deckkraft. Ich habe die Farbnummer 30 gewählt. Hat auch einen Lichtschutzfaktor von 30. Und ist von der Textur her, würde ich sagen, so ein Misch aus Foundation und Serum. Also es ist nicht zu dickflüssig, ist aber auch nicht super dünnflüssig. Hier seht ihr auch, dass das Ganze auf dem Handrücken zumindest erstmal sehr gut kaschiert. Ich finde auch, die Deckkraft ist jetzt nicht super schwach, aber sie ist auch nicht super stark. Also es ist wirklich so genau dazwischen, aber hier steht ja wie gesagt auch drauf, leichte bis mittlere Deckkraft. Auf den ersten Blick wirkt die Foundation oder der Skin Tint sehr natürlich, sieht auch sehr glowy aus, lässt sich super schön einarbeiten. Dann trocknet er allerdings etwas an und ich finde, manche Stellen werden dann bei mir komisch damit betont. Also gerade wenn man dann doch so ein paar trockene Stellen hat, dann sind die einfach stärker sichtbar damit. Ansonsten, wenn man so keine Probleme hat, dann sieht es recht natürlich auf der Haut aus und das finde ich natürlich auch wieder schön. Und auch gerade, wie gesagt, die Konsistenz mag ich eigentlich ganz gern davon. Das hier ist dann auch noch ein sehr interessantes Produkt, was ich gekauft habe. Es ist eine Magnetseifenhalterung ohne Bohren für feste Duschpflege bzw. generell feste Produkte. Habe ich mir jetzt auch insbesondere für dieses Produkt gekauft, weil ich jetzt beim Umzug eigentlich alle festen Produkte weggeschmissen habe. Die waren alle halb aufgebraucht und sahen auch einfach echt nicht mehr frisch aus. Und wir hatten auch immer dieses Seifensäckchen im Badezimmer hängen. Allerdings fand ich es irgendwie super unpraktisch. Und die Seifenhalterung hingegen hat mich jetzt gereizt, das Ganze doch nochmal auszuprobieren. Also man drückt den einen Teil von dieser Halterung eben in das feste Produkt rein. Und dann kann man den per Magnet wieder anklicken und so das Produkt immer ganz einfach in die Hand nehmen und auch wieder trocknen lassen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wie das funktioniert. Das super gehypte Setting Spray, es ist ja ein Setting Spray, kein Fixing Spray, von L'Oreal habe ich jetzt auch mitgenommen. Das kommt aus dieser Infallible-Reihe, soll 36 Stunden oder für einen 36-stündigen Halt sorgen. Es ist auch ein so krass gehyptes Produkt, man sieht es gerade überall. Ich habe auch schon super interessante Testvarianten gesehen. Das können wir mal zusammen ausprobieren. Ich nehme jetzt hier einen Eyeliner, trage den auf meinem Handrücken auf und gehe da jetzt nochmal mit dem Spray drüber.
Ich habe es auch gerade schon auf dem gesamten Gesicht aufgetragen. Es ist ein Spray, was sehr stark nach Haarspray riecht. Also schön den Mund und die Augen zumachen, dass ihr nicht zu viel einatmet und nicht zu viel in die Augen bekommt. Ist nicht ganz so angenehm beim Auftragen, aber hat natürlich wirklich diesen sehr versiegelnden Effekt von Haarspray. Also es fühlt sich schon auch ein bisschen klebrig, ein bisschen hart schon fast an, wenn es antrocknet. Obwohl man es jetzt auf dem Gesicht nicht so doll merkt. Ich merke es jetzt hier gerade auf dem Handrücken deutlich stärker. Okay, das habe ich auf Instagram bisher anders gesehen. Es ist gar nicht abgefärbt, aber trotzdem muss man sagen, dafür, dass der Eyeliner vermutlich auf der anderen Seite sich sehr viel schneller abträgt, hat das Spray doch einen gewissen Effekt. Probieren wir das hier jetzt nochmal. Na doch, es geht schon besser, aber gut, vielleicht hätte ich hier noch ein bisschen warten müssen einfach. Jetzt hier zum Beispiel beim Rüberstreichen tut sich fast gar nichts mehr. Wie ist es hier? Doch, da schon. Ja doch, es hat schon einen Halt, aber ich muss das noch weiter testen. So, und dann haben wir hier noch eine Tuchmaske von Balea. Die kommt aus dieser I'm Not Like The Otters Limited Edition. Schon süß, also das Design fand ich jetzt einfach so süß. Es gibt Reinigungstücher auch daraus. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil wie gesagt, Reinigungstücher finde ich so ein bisschen kritisch immer. Aber diese Tuchmaske enthält hier tatsächlich viele Feuchtigkeitsbinder. Also Glycerin unter anderem, Aloe Vera Saft, Hyaluron. Dann sind aber auch Rückfette drin, wie Sonnenblumenöl. Es ist eine Parfümierung enthalten. Es ist auch ein deklarationspflichtiger Duftstoff mit drin. Das ist nicht so schön. Ansonsten ist Vitamin E noch mit dabei. Habe ich jetzt noch nicht getestet, aber da werde ich euch natürlich auch updaten. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.